Muss ja auch nicht immer alles voll haben. Fahren wir jetzt zum Gedenkstein. Und besuchen Sarah. Haben wir noch Sprit? 82, das geht klar. Das geht definitiv klar. Da kriegen wir auf jeden Fall was. Schrott habe ich auch 10, mehr brauche ich gar nicht. Oh, großes Medikit. Na, das hat sich doch gelohnt. Sind wir hier richtig? Sind wir nicht. Hier den unteren Weg müssen wir. Ne? 2,2 Kilometer. Okay, wir haben ein kleines Wegchen vor uns. Oh, schade. Ja, jetzt sind wir wieder hier bei den Gleisen. Nein, hier ist die Horde. Scheiße. Sniper. Dafür eine Hütte. Supplies, Supplies. Ah, hier ist die Hauptstraße. Okay. Ja, sowas habe ich doch gesucht. Sowas habe ich doch gesucht. Vorschlaghammer. Nice. Schrott brauche ich gar nicht. Ach, ich muss... Doch, ich brauche doch Schrott, weil ich muss mein Bike reparieren, wie es scheint. Nicht allzu gut. Ja, dann holen wir uns nämlich doch den Schrott. Wenn es denn geht hier. Hallo? Wie viel kriegen wir hier? 3. Okay. War das so viel wie die Reparatur des Motorrades? Können wir den auch nochmal reparieren. Hat nur einen Schrott gekostet. Wir sollten aber noch genug Sprit haben hier. Oh nein, durch den Tunnel. Oder ist es ein anderer Tunnel? Oder ist es wieder der gleiche? Erkennen die nie. Hier muss ich definitiv ein Auto schieben. Ist also was anderes. Okay, dann gucken wir hier nochmal die Karren nach. Da liegt noch ein Lappen. Hier können wir noch gucken. Nee, doch nicht. Oh, was ist denn hier? Benzin auf jeden Fall. Und noch mehr Schrott. So, also wäre jetzt Molotow voll. Das ist auch deswegen gut, damit wir wieder unseren Vorrat aufstocken können. Wenn wir andere Dinge finden. Okay, erstmal Auto wegschieben. Alles klar. Das ist jetzt definitiv ein anderer Tunnel hier. Da lag noch Schrott, Baseballschläger, brauchen wir aber nicht, sieht besser. Wir haben bessere Sachen. Auch da lag eine Axt. Sind wir ein bisschen leise hier. Hier gibt es ja was zum Schieben.
Weil das. Hallo? Nee, das können wir nicht schieben. Ich glaube, wir können nur von vorne schieben. Das ist das Problem. War es nur einer? Fuck you. Okay. Das war krass. Komm, geh drüber. Nein, drüber. Er will nicht. Ich kann nicht drüber. Ah, jetzt. Ausdauer verbraucht. Sehr schön. Es muss ja einen Grund geben, ne? Hallo? Weg blockiert vom Bike. Ah. Jetzt kommt wieder nicht hier drüber. Jetzt aber. Okay, schön. Kann ja keiner ahnen, dass mein Bike so sehr im Weg steht, dass ich das Auto nicht zur Seite schieben kann. Ich liebe dieses Spiel. Hui. Ich dachte, er macht jetzt wieder eine Rolle. So, jetzt aber. Dafür ist er verschwunden. Alles klar. Jetzt dürfen wir hoffentlich durchkommen, ne? Hier wird nichts verschwendet. So. Hier ist definitiv noch ein toller Kontrollpunkt. Noch ein Nero-Lager. Mal sehen, was sich in der MMA so verbirgt. Da müssen wir jetzt gleich wieder Benzin finden, ne? Damit das hier funktioniert. Ich sehe gar nichts. Ich höre Gewitter, aber ich sehe gar nichts. Hm. Benzin gefunden. Irgendwo schlawinert hier noch einer rum. Da oben. Okay, ist ziemlich weit weg. Ich hoffe, der bleibt da. Auch noch eine. Oh, dann mal los. Habe ich noch mal die Seite gewechselt? R? Ich bin irgendwo drauf gekommen. Ich wollte gar nicht die Seite wechseln. Nee, X nicht. Y. Oh, ich will wieder die andere Seite. R. T. G.
Das nervt mich jetzt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich gucke gleich mal. Ich fülle erstmal auf hier. Ah, gutes Timing. Okay, wir müssen noch da hoch. Aber vorher gucke ich jetzt mal eben in die Optionen. Controller? Nein. Maus und Tastatur. Zielempfindlichkeit. Tastaturbelegung. Okay, warte mal. Vorwärts, rückwärts, links, rechts, springen, ducken, klettern, rollen, gehen. Gehen, zielen, zielen, umschalten. Waffenseite wechseln. Z. Ah, alles klar. Z. Das ergibt natürlich Sinn. Nee, hier müssen wir erst den Generator anmachen, aber ich muss erstmal aufs Dach. Irgendwie aufs Dach. Ah, ist zu weit weg. Hallo? Na, die kommen auch alle ins Camp hier. So, jetzt sollten wir gefahrenlos den Strom anmachen können. Habe ich noch einen Schalldämpfer für die? Habe ich leider nicht. Habe ich leider nicht. Grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Kein Strom. Ach, scheiße. Hä? Ich hab doch Strom. Grünes Licht ist gut. Vielleicht nicht alle. Lass mich genau um. Ah, MME-Sicherungskästen. Wenn Nero MME eine Sicherung braucht, findest du Ersatz im Nero-Kontrollpunkt. Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Wo verdammt nochmal soll ich jetzt eine Sicherung herkriegen? Vielleicht von dem da. Nein, nein, ich muss wieder zurück. Wollte nur den eben erledigen hier. War die nicht hier drin? Oh, manchmal kriege ich das nicht hin. Ja, das sieht doch gut aus hier. Eine Sicherung. Ja. Jetzt müssen wir hier reinkommen. Nein, stopp, erst die Sicherung. Ohne Sicherung geht das hier nicht. Oh ja, jetzt sind wir im Geschäft. Alles klar. Ja, das sollte klappen. Okay. Mal sehen, was hier drin ist. Eine Note. Mikrorekorder. Loslassen, sag ich. Ma'am, gehen Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Wir werden Sie... warten seit 12 Stunden hier. Ich habe 2 kranke Kinder hinten drin. Wir brauchen... Wir haben kein Wasser. Wir brauchen nur etwas Wasser. Ma'am, gehen Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Jetzt. Ein Injektor. Eddie, hast du noch Wasserflaschen? Gib sie ihr. Gib sie ihr. Danke. Okay. Gehen Sie zurück zum Fahrzeug. Ja. Bald weitere durchlassen. Okay. Vielen Dank. Tut mir leid. Wirklich. Schließ ab. Hey, was soll das denn? Was ist los? Ich hab sie angehalten. Was? Sie lassen niemanden mehr durch. Das Flüchtlingslager ist voll. Was sollen die jetzt machen? Macht, was ihr wollt. Aber Moment, ich hab einen Plan. Hast du einen Plan? Wovon redest du da?
Mehr. Ich verstehe nicht. Nein, 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 nein! Was? Tja. Oh mein Gott, so viele Menschen. Wie Bosa gesagt hat. Was ist das für ein Ende? Von den Kontrollpunkten eingekeilt. Bis der Tod kommt. So, ich nehme nochmal die Konzentration. Draußen renne ich schon wieder rum. Dann können wir nämlich noch ein bisschen länger unseren konzentrierten Schuss machen. Okay, das Ende der Welt. Ich muss so viele Nero-Informationen wie möglich sammeln und herausfinden, was hier draus passiert ist. Als alles den Bach runterging. Konzentrier dich, konzentrier dich. Konzentrier dich, konzentrier dich. Okay, da haben wir genug. Gibt es sonst noch was Schönes hier? Medikit voll. Da geht's ihm noch raus. Das ist eine kleine. So eine kleine Nero-Station, ne? Wie es scheint. Aber wir können speichern. Können wir speichern? Eigentlich in der Nähe von Betten. Oh! Ja, grüß sie! Oh, da machen wir es leise. Erstaunlich, dass das immer klappt, aber wir rennen wirklich. Oh. So viel zum konzentrierten Schuss, ne? Es hört aber auch nicht auf hier. Ah, vielleicht schlafen wir besser, doch besser, ne? Mann, Mann, Mann. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Die rennen hier wirklich alle rum. So, ich wollte noch Benzin, mein Moped nochmal aufladen. Dass hier irgendwo stehen muss. Ich glaube, hier noch im Tunnel. Ja, alles klar. Ah, gutes Timing. Auf jeden Fall. Für nichts anderes bin ich bekannt. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Zack. Okay, wir speichern nochmal. Und machen uns weiter auf den Weg. Auch wenn es jetzt hier Nacht ist. Oder schlafen wir erst? Es ist, glaube ich, besser beim Tag unterwegs zu sein, hä? Man konnte diesen Kontrollpoint auch schlafen. Denn so bei der Nacht. Was? Was war das? Hm, keine Ahnung. Wir schlafen ein bisschen. Was hast du schon gesagt? Ich glaube, man. Was? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich glaube, der Generator ist explodiert. Kann das sein? Und schon wieder bereit. Auch erstaunlich, dass wir nie essen oder nie trinken müssen. Alles super. Oh, da war auch noch was im Truck hier. Ich glaube auch einfach nur Benzin. Ah, okay. Hier gibt es definitiv Benzin. Was ist das denn? Ach, leck mich doch. Kein Interesse an euch. Oh, hier, Munition. Ach, was kannst du eigentlich, Shaui? Das kannst du. Ich brauche definitiv noch Gewehrmunition. Ich glaube, da habe ich gerade viel verballert. Ja, sieht besser aus. Okay. So scheiß Zedern-Dinger brauche ich. Bernesta, infiziertes Gebiet. Oh, stinkt zumindest einigermaßen. Ich muss sie verbrennen, alle zerstören. Oh, ich hab ein. Oh! Was?
Mein erster Tod, yeah, weil ich dagegen gefahren bin. Hatte ich denn keinen Booster mehr? Ich habe doch die Lachgaseinspritzung. Na also. Also, auf ein neues. Das ist aber ganz schön viel hier, ey. Leute, Leute. Ja, ich helfe dir ja. Na toll. Wir haben es nicht mehr geschafft, ey. Es tut mir so leid. Ja, alles, was du sagst, ist mehr Beute. Scheiße. Ach, Mann. Okay, das ist ein gruseliger Ort hier. Ja, hier sind wieder Nester. Wo ist das? Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Hallo, ich wieder hoch. Ich meine, hier gab es was. Wenn es denn noch hier ist. Es ist nicht mehr hier. Doch, es ist hier. Yay! Waffendurchschlagskraft. Einige Waffen sind so wirkungsvoll, dass sie mit einer Patrone mehrere Gegner durchschlagen können. Wenn du dich richtig aufstellst, kannst du mit Präzisionsgewehren oder anderen wirkungsvollen Waffen durch eine Reihe von Gegnern schießen und maximalen Schaden erzielen. Was haben wir denn hier? So, leider müssen wir dann die Armbrust, die Drifter-Armbrust für austauschen, aber ist nicht so schlimm. Die kriegen wir nämlich wieder über unseren Waffenschrank. Definitiv. Ach, ich dachte, ich hätte ihn gerettet, ey. Was für eine Enttäuschung. Wo ist mein Bike? Wir haben noch einen Kilometer vor uns und ich kann euch sagen, wir kommen nochmal wieder zu diesem Ort. Vielleicht können wir sogar, ich meine, wir haben ja sogar noch eine Mission. Können wir dann direkt danach machen. Ach nee, dann müssen wir erst wieder ins andere Camp. Da müssen wir irgendwie hoch. Ach, hier war der Weg. Alles klar. Nope. Ihr könnt mich mal. Kein Bock auf euch. Ein plünderer Camp. Das sind die Arschlöcher, die hier auf den Straßen gelauert haben. Kann ich das eigentlich umfahren? Nicht gegen den Baum fahren. Wow. Toll hier. Gehört? Über was für Wege der uns hier schickt. Schick ist es ja schon, ne? Wir sind fast da, hier am Wasserfall. Nein, das will ich. Ich kann nicht brauchen. Auf jeden Fall.
immer noch da. Wie viele Jahre es wohl dauern wird, bis alles verschwunden ist. Hm. Schönes Flüchtlingslager. Ja, draußen wird ihr besser gewesen. Nero konnte euch vor gar nichts beschützen. Ich glaube, wir nehmen mal eben hier so ein kleines Medikit, damit wir wieder voll aufgeladen sind. Oh, ein Koffer! Ein ganzer Koffer. Ein ganzer Koffer, den wir nicht nehmen können. Weil, oh, voll, okay. Haben wir was für später. Hier kriegen wir noch ein bisschen Munition. Das ist auch wichtig. Das ist gut. Das ist gut. 4 Pistolen und 5 Gewehrmunition. Alles klar. Okay. Ich kriege noch ein bisschen mehr Munne hier. Ich weiß nicht, was es hier so gibt. Ah, da liegt noch ein Stock. Machete. Machete. Hat sie uns gesehen? Hier rennen genug rum. Klo. Hör sie doch. Ja, das waren die Camps. Hier sind die Flüchtlinge hin und suchten vermeintlich Schutz. Oh. Die fressen sich alle gegenseitig auf, die Schweine. Ist noch widerlicher. Hier gibt's nichts. Kann ich das nehmen? Kann ich das nicht nehmen? Kann ich nehmen. Irgendwas hier? Man kann erstaunlich wenig sammeln eigentlich. Da ist noch eine Flasche. Aber wir müssen auch gleich in die andere Richtung. Oh, hier. Hier. Was ist denn hier? Ah. Gewehrmunition. Noch mehr. Noch mehr. Leider, Max. Können wir alles nicht gebrauchen. Aber wenn wir Munition brauchen, finden wir hier auf jeden Fall noch welche. Okay. Okay.
Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Da ist noch Fressi hier. Machen wir alles mal leise hier. Da ist auch noch Benzin hier vorne. Benzinkanister. Der könnte Handy kommen, hä? 0 von 9. Erledige die Freaker im Camp. Nicht hier, verstanden? 1 von 9. Wo ihr wollt, aber nicht hier. Dieses Camp gehört mir. Das ist meins. Habe ich nicht gerade meinen Sprit fallen lassen? Ja, so ist gut. Das war's für euch. Verschwindet aus meinem Camp. Scheißkerlen sind denn hier? Hä? So viele. Was ist das jetzt? Wie viele? Na komm schon. Von 9. Ah, ich lasse hier richtig krachen. Ich habe wieder meinen konzentrierten Blick drauf, wenn ich schieße. Er kennt das ja schon. Er kennt das ja schon. Aber ich brauche den, sonst treffe ich nicht. Sonst treffe ich den noch weniger. Oh. Notfall! Ja. Notfall! Hier Flüchtlingslager 13 Delta. Wir werden überrannt! Überrannt! Sag denen! Ich versuch's! Sie müssen uns rausholen! Oh. Sofort! Ruhig, ich versuch's doch. Wiederhole, hier Flüchtlingscamp 13 Delta. Wir werden hier überrannt. Hört mich jemand? Her mit dem Ding! Was soll das denn? Ich sagte, loslassen! Her mit dem! Loslassen! Funkgerät! Mayday! 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 Wir werden überrannt! Nein! 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 Was werden Sie? Ich hab's nicht ganz verstanden. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Da hinten. Ah, pass mal auf. Pass mal auf. Alles klar, wo ist der andere? Das war jetzt ein Genickschuss, oder? Das gibt's doch nicht. Na also. Das war der letzte. Sehr schön. Hier haben wir auch noch was zum Explodieren, aber na gut. Na gut, na gut. Zum Explodieren. Hier sind die Hubschrauber. Hey, Süße. Ja, ich hab sie erledigt. Wir machen hier keinen Ärger mehr. Hm, ich dachte, ich finde noch ein bisschen Loot. Hey, ich bin's. Thank you.
weg. Deacon, ich muss dir was sagen. Schon okay, es ist nur mein Arm. Du hast gesagt, wir sollten nicht zurückkommen. Ich hab nicht auf dich gehört. Ich meine, ich wusste, es wird schlimmer, aber... Keiner von uns wusste, dass das passieren würde. Geht so schnell. Du verstehst das nicht. Was sollte ich denn machen, wenn ich dich verliere? Das ist meine Schuld. Hey, niemand verliert irgendwen. Ich hab's versprochen, weißt du. Deacon, warte! Sarah, komm schon. Da ist dein Kind. Warte. Hey. Hey, bist Scheiße. Du okay? Komm, wir finden deine Eltern, okay? Wir müssen wirklich los. Komm. Sie hatte ein Messer. Oh, verdammt. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Scheiße. Okay, halt das hier fest, drück es ganz fest drauf. Kannst du laufen? Ich glaube nicht, aber ich kann gehen. Okay, das reicht. Fast da. Okay. Vor 2 Stunden war hier alles voller Bullen. Ja, sie müssen evakuiert haben. Ja, sie sind wohl geflohen. Ja, sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Mal. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Hier, vielleicht kannst du dich da ausruhen. Hey, langsam. Sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert, weißt du? Wir haben immer zusammen Verstecken gespielt. Sie hat immer den Kopf in den Mantel gesteckt, einfach so. Ich hatte schon Stichwunden, aber nicht solche. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Sieh doch nur. Wir müssen hier weg. Wir können nicht lang. Okay. Komm. Na gut. Hey, Süße, kannst du gehen? Okay. Nein, Rosa. Ja, ich hab sie. Führt uns hier raus. Verschwinde! Verschwinde! Ihr habt sie getötet! Okay, ganz ruhig. Warte, langsam. Was machen wir? Okay. Du lenkst ihn ab. Ich versuch mich vorbeizuschleichen. Okay. Nichts passiert, Gigi. Ich pack das, geh. Scheiße! Sir? Hey, ich bin unbewaffnet! Raus hier! Hören Sie zu! Meine Frau ist hier draußen, sie ist verletzt. Wir wollen nur aufs Dach. Verschwinden Sie! Helikopter. Wir haben sie getötet! Hören Sie, wir haben nur eine Frau getötet! Oh, nein, Moment. Ja. Ich weiß nichts davon, dass Ihre Frau getötet wurde. Das tut mir wirklich sehr leid, aber wir haben nichts getan! Wir haben nichts getan! Jetzt gib mir die Waffe! Gib mir die Waffe! Wir haben sie getötet! Stopp! Wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht, sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien! Ich hab nur für 2 Leute Platz, okay? 2! Was soll das heißen, nur wir für 2? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur 2 von euch mitnehmen. 2! Okay. Na los, helfen Sie, na los! Na komm, Süße. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Oh.
Okay, Boozer. Los jetzt. Wir müssen Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Jetzt kennen wir die ganze Geschichte. Wir kannten ja Teile davon schon aus dem Intro. Du, hast deine Ruhe, okay? Ich komme wieder her und ich weiß, du würdest das nicht wollen, aber Boozer hat wohl recht. Ich kann nicht anders. Wie gesagt, ich komme wieder. Was hast du getan? 73%. Ich frage mich, wie man das hätte besser machen können. Schneller, effizienter. Keine Ahnung. So. Ich muss meine Vergangenheit bewältigen. Das ist, ich erinnere mich. 11% erledigt. Auf der Suche nach etwas. Story-Mission. Fahre zur Position. Boozer! Noch ein Nero-Hubschrauber! Wo? Ich frage mich, was die hier wollen. Kommen wir nämlich hier wieder raus. Da hinten war die Munition. Dick, wie läuft's? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Ich komme rum, sobald ich kann. Ja, danke. Ich komme später rum. Ich muss nur mal überlegen, das war hier hinten irgendwo. Haha. Gewehrmunition. Ich hätte ja gerne Scharfschützenmunition. Da haben wir jetzt noch 3 übrig, oder? Oh, ein bisschen haben wir noch. So, und ich brauche auf jeden Fall noch Sprit, bevor wir zurückfahren. Ich überlege gerade, wo ich überhaupt... Hier war das Scheißhaus. Das war falsch. Oh, da oben war auch noch was. Lappen. Aber Lappen sind wir Max. Von daher keine Chance. So. Haben wir hier sonst noch was? Dummerweise ist jetzt wieder Nacht, ey. 1 Kilometer, okay. Zu der Position müssen wir fahren. Hier haben wir auch die Munition rausgeholt. Ah, gutes Timing. Gutes Timing. Oh nein! Führt euch befreien. Heute habe ich überlegt, wo alles anfing. Es geht weit zurück, bis in den großen WK2. 1947 kam der, wie heißt er, der National Security Act. Und damit konnte die Regierung einfach unsere Straßen, Eisenbahnen und das Radio übernehmen. Alles, was sie verdammt nochmal wollten. Ohne Genehmigung. Heute gibt's sie nicht mehr. Aber wir sind noch da. Und wir bringen die Wahrheit ans Licht. Die Wahrheit ist, ich hab's kommen sehen. Vor Jahren gab es Fotos. Nero-Todeslager für uns errichtet. Amerikanische Bürger. Niemand glaubte mir. Wenn mehr von uns aufbegehrt hätten, wäre das nie passiert.
Eins sage ich euch, es wird nie wieder passieren. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Tja, mit einer Sache hattest du recht, Cope. All diese Nero-Flüchtlingslager, die haben sich als Todeslager herausgestellt, aber nicht so, wie du dachtest. Okay, was haben wir gekriegt? Ich hab nichts gesehen. Whatever. So, ich speichere hier eben. Zack. Und damit würde ich sagen, suchen wir den Heli in der nächsten Folge. Dann wird es auf jeden Fall spannend, das kann ich euch sagen. Denn dann ist auch wieder, gehört auch wieder zur Hauptstory. Und dann erfahren wir wieder ein bisschen mehr über Sarah und Deacon. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.